Mr. Swistad geworden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich fahre sofort, Nacht ein, Nacht aus. Ich ernähre mich von jenen, die meinen Weg kreuzen. Aber mit ihrem goldenen Haar verschwand meine Leidenschaft. Ich bin ein Geist mit übernatürlichem Fleisch. Losgelöst, unveränderbar. Leer gebrannt. Leer gebrannt? Das ist alles? So kann es doch nicht aufhören. Aber es ist so. Es gibt nicht mehr zu erzählen. Es muss noch mehr geben, hören Sie? Sie verstehen sich selber nicht, Sie sind nicht leer gebrannt. Was würden Menschen dafür geben? Was würde ich dafür geben, um wie Sie zu sein, Ihre Macht zu haben, sehen zu können, was Sie erlebt haben? Sie haben mir nicht zugehört. Doch, ich habe zugehört. Die Geschichte, die Sie mir erzählt haben, ist unglaublich, fantastisch. Tun Sie damit, was Sie wollen. Erzählen Sie sie weiter, lernen Sie daraus. Es gibt nur einen Weg, wie ich das wirklich erfahre. Und das wissen Sie. Sie haben mich doch aus einem bestimmten Grund hier raufgeholt, oder? Habe ich recht? Und welcher Grund wäre das bitte? Sie wollen einen Gefährten. Eine Verbindung zur Außenwelt, die hätten Sie in mir. Ich meine, nehmen Sie mich, ich will es. Ich will das, was Sie haben. Ich weigere mich, es so enden zu lassen. Großer Gott, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Nein, das war kein Fehler. Und Gott hat nichts damit zu tun. Gefällt Ihnen das? Wären Sie gern Futter für die Unsterblichen? Haben Sie Lust zu sterben? Hören Sie auf! Jünger als Sie heute sind. Aber das waren andere Zeiten damals. Ich war in diesem Alter schon ein Mann. Der Herr über eine große Plantage südlich von New Orleans. Meine Frau war im Kindbett gestorben. Ich habe ganz schön die Hosen voll. Es war noch nicht einmal ein halbes Jahr her, dass Sie und das Kind begraben waren. Guter Stoff. Ich hätte mich am liebsten zu Ihnen gesellt. Guter Stoff. Ich kann auf eine Vorstellung wohl verzichten. I've been around for a long, long year.